Sophie Scholl ist eine der bekanntesten Widerstandskämpferinnen gegen das Nazi-Regime. Ihren Kampf gegen die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler bezahlt Scholl mit nur 21 Jahren mit ihrem Leben. Sie hatte den Mut, sich gegen das Unrecht aufzulehnen und die Verbrechen des NS-Regimes öffentlich anzuprangern. Dafür setzte sie ihr Leben aufs Spiel. Sophie Scholl gehörte zur Widerstandsgruppe Weiße Rose. Ich will etwas tun. Und wenn jetzt der Hitler käme und ich hätte eine Pistole, dann würde ich schießen. Wenn es die Männer nicht tun, dann müssen es eben die Frauen machen. Ihre Eltern stehen Hitler von Anfang an ablehnend gegenüber. Sophie und ihre Geschwister lassen sich zunächst von den NS-Parolen blenden. Ich bin gestern der Hitlerjugend beigetreten. Du auch. Du jetzt also auch. Warum? Aber Hans, Inge, Liesel und Werner sind doch auch schon dabei. Und all meine Freundinnen. Der trügerische Schein der Nazi-Propaganda vermittelt eine Illusion von Volksgemeinschaft, die auch auf junge Menschen anziehend wirkt. Doch das Ziel ist die Gleichschaltung des gesamten öffentlichen Lebens. Die Uniform der Hitlerjugend trägt Sophie mit Stolz. Sie macht im Bund Deutscher Mädel Karriere. Doch sie will auch über sich selbst bestimmen. Die Musik ist ja grässlich. Leg doch mal was Flottes auf, Annelies. Ein bisschen Swing, das bringt Stimmung in die Runde. Bist du nicht die Sophie? Auf einem Fest lernt sie Fritz Hartnagel kennen, einen jungen Offizier der Luftwaffe, ihren späteren Verlobten. Weder er noch Sophie ahnen, dass sie unter Beobachtung steht. Robert Scholl? Wer sonst? Sie haben mir schließlich an meine Tür geklingelt. Durchsuchen. Was soll das? Inge, Sophie und Werner Scholl? Mitkommen. Aber was wird denn meinen Kindern vorgeworfen? Was wollen sie? Sie betätigen sich in illegalen Jugendbünden. Bloß weil sie sich auch außerhalb der Hitlerjugend treffen und Lieder singen? Wir bringen sie zum Verhör ins örtliche Gefängnis. Sie können morgen Nachmittag dort nachfragen. Mit der Verhaftung durch die Gestapo ändert sich Sophies Haltung zum Regime. Sie wird Zeuge, wie Nazi-Deutschland aufrüstet. Für einen Krieg, den Hitler führen will, um ganz Europa zu unterjochen. Einen Vernichtungskrieg im Osten, dem der Holocaust an den europäischen Juden folgt. Auch Sophies Freund wird eingezogen, während sie an der Uni München studiert. Habt ihr beide das gelesen? Flugblätter der Weißen Rose. Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherklique regieren zu lassen? Sophie Scholl findet heraus, dass ihr Bruder einer Gruppe von Studenten angehört, die sich Weiße Rose nennt und zum Widerstand gegen Hitler aufruft. Das Flugblatt an der Uni, das seid ihr doch gewesen. Nun wird auch Sophie Scholl aktiv. Sie will, dass möglichst viele Menschen von den Verbrechen des NS-Regimes erfahren. Diese Flugblätter wurden uns aus Augsburg überstellt. Bei der Verteilung der Flugblätter riskiert sie ihr Leben. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Der Abrechnung unserer deutschen Jugend mit der verabscheuungswürdigsten Tyrannis. Mit solchen Sätzen fordern die Studenten das Regime heraus. Sie werden entdeckt und verhaftet. Die Angeklagten haben im Kriege zur Sabotage der Rüstung und zum Sturz der nationalsozialistischen Lebensform unseres Volkes aufgerufen und den Führer aufs Gemeinste beschimpft. Dadurch den Feind des Reiches begünstigt und die Wehrkraft zersetzt. Sie werden deshalb mit dem Tode bestraft. Ich sterbe nicht umsonst. Ich stehe auf der richtigen Seite. Sophie Scholl und ihr Bruder Hans werden am 22. Februar 1943
in München von den Nationalsozialisten hingerichtet. Freiheit. Freiheit waren die letzten Worte, die sie schrieb. Wären wir so mutig gewesen wie Sophie Scholl? Wie hätten wir selbst in so einer Situation reagiert? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr mehr wissen wollt über Widerstand im sogenannten Dritten Reich, schaut einfach mal hier rein, da findet ihr ein Video darüber. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.